Eieiei, ich habe die leise Vermutung, dass wir hier nicht nur gute Alternativen, sondern auch neue Favoriten haben. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen aufgeregt und ihr wisst es, es gibt so Phasen, da interessiert mich Make-up schon, aber es macht mich nicht mehr so wuschig. Die Zeit ist heute nicht da. Ich habe hier nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Neuheiten, die ich unbedingt testen möchte mit euch. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und hüpfen direkt in die Produkte rein. In die Produkte rein hüpfen wäre auch nicht schlecht. Wir fangen an. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Ein klitzekleines Baustellen-Update. Heute ist der 15. März und hier sieht es immer noch aus wie unterm Sofa. Und wir haben noch 15 Tage Zeit, bis wir hier eine große Geburtstagsparty haben. Also drückt uns die Daumen, dass wir hier gut vorankommen. Ich habe ein paar neue Sachen gefunden bei Purish. Und zwar viele spektakuläre. Und ich muss mittlerweile sagen, es gibt manchmal so Make-up-Launches, die interessieren mich nicht mehr so, weil wir halt auch schon alles gesehen haben. Es gibt alles. Aber hier sind ein paar Produkte dabei, die könnten für viele von euch eine gute Alternative sein. Gerade wenn ihr Probleme mit anderen Produkten habt oder wenn ihr einfach günstigere Alternativen sucht. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier wirklich spannende Mäuschen haben. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich irgendwie einen Rabattcode bekomme. Falls ja, ich gehe ganz stark davon aus. Ich frage Jenny von Purish einfach mal. Steht ja immer hier und alle Produkte sind auch unten in der Infobox für euch verlinkt. Ich weiß, das ein oder andere Produkt ist natürlich ein bisschen hochpreisiger geworden, aber gerade bei dem ersten Produkt wie Danessa Myricks habe ich letztes Mal festgestellt, dass sich das schon lohnt. Wir haben hier den Moisture Repair Balsam und ich habe mir den so ein bisschen anders vorgestellt, aber der ist ganz spannend. Der sieht ein bisschen aus wie Kerzenbienenwachs, wie so eine Bienenwachskerze. Er riecht aber nicht und ist eine ganz gelige Textur. Du kannst entweder mit dem Finger, so wie ich jetzt, reingehen. Ansonsten hast du hier hinten auch noch so einen integrierten Spatel. Da komme ich jetzt aber ohne Fingernägel nicht ran. Und damit kann man das Produkt hier rausschaben. Ist natürlich deutlich hygienischer. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen, aber der ist ganz spannend. Ich habe ihn schon mal so ein bisschen ausgetestet gestern. Das ist ein feuchtigkeitsspendender und reparierender Balsam für Glow, fürs Gesicht und für den Körper. Also wenn ihr eine trockene Stelle am Körper habt, aufmachen. Ihr wisst aber, dass ich diesen Ultra Glow total liebe oder diesen, und deswegen benutze ich den jetzt mal so ein bisschen als Grundlage für mein Make-up, einfach hier komplett ins Gesicht. Du brauchst wirklich nicht viel. Also die Menge, die ich benutzt habe, war schon fast zu viel, weil das natürlich so ein bisschen anschmilzt. Was macht das? Das bringt natürlich erstmal eine richtig schöne Zwischenbarriere zwischen eurer Haut und euer Make-up und sorgt dafür, dass so trockene Stellen, wie beispielsweise hier habe ich ja so ein paar eingewachsene Barthaare gehabt oder hier unten ist es im Moment auch ganz schlimm, einfach so ein bisschen hier rüber zu gehen und du hast einen richtig frischen Glow. Und das ist ganz spannend. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, dass der eventuell so speckig ist. Der ist glowy, aber das fühlt sich eher an wie ein trockenes Öl. So als Abschluss von einer Feuchtigkeitspflege finde ich das jetzt gerade ziemlich gut. Hier ist extrem viel drin. Hier sind 40 Gramm mit drin. Du brauchst nicht viel. Also es reicht, wenn du hier so reingehst und dann einfach so ein bisschen was in dein Gesicht aufträgst. Kurz einziehen lassen, richtig schön warm werden lassen. Und dann hast du eine ganz tolle Make-up-Grundlage. Finde ich sehr spannend. Ich finde Danessa Myricks im Moment eh sehr cool, weil sie einfach, man muss dazu sagen, Danessa Myricks ist halt ein Profi-Make-up-Artist. Und das, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gibt so einige Marken, ich nenne jetzt keine Namen, da sitzen Leute in der Führungsebene, die haben sich in ihrem Leben, haben die sich noch nicht mal die Hände eingecremt und die sagen, welche Produkte rauskommen. Es ist nochmal was anderes, ob jemand das als Job macht oder ob jemand das als Berufung macht. Und Danessa Myricks ist für mich zumindest eine Person, die sehr, sie weiß einfach, was benötigt wird. Und so kann sie ihre Expertise in die Produkte bringen. Deswegen finde ich es immer so schade, wenn Make-up-Artist-Brands so ein bisschen klein gemacht werden, was eigentlich nicht sein muss. Denn das ist eine großartige Marke. Was ich jetzt einmal schnell machen möchte, ist, ich möchte ein bisschen Foundation auftragen. Jetzt wird es richtig, richtig spannend. Also das ist so ein Ding, wenn ihr eine super trockene Haut habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das sieht richtig schön gesund aus. Und es fühlt sich nicht fettig an. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde gerade. Sekunde. Ich habe so eine leise Ahnung. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, also ich habe, guck mal, wie viel noch auf meiner Hand ist, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das Produkt, also das Danessa Myricks Produkt dafür sorgt, dass die Haut und das Produkt, was ich dann jetzt aufgetragen habe, einfach deutlich. Das ist ja wahr. Wie kann ich das erklären?
Also, ich habe ja eine sehr rutschige Oberfläche erzeugt, ne? Und jetzt hast du so eine ganz reibungslose, physikalisch reibungslose Grundlage, wodurch das Make-up extrem leicht darüber funktioniert und darüber aufzutragen ist. An keiner einzigen Stelle hat sich das Produkt zersetzt. Und das ist ja immer so ein bisschen schwierig bei ölbasierten Produkten. Und ich habe hier eine wasserbasierte Foundation gehabt. Also es hat sehr, sehr gut geklappt. Und die Haut sieht nicht öliger aus als sonst oder glowiger aus als sonst. Ihr wisst ja, dass ich eine kleine Kontromaus bin und ich habe mich tierisch gefreut, dass Be Perfect. Be Perfect, mit der Marke stand ich ehrlich gesagt so ein bisschen wir waren nicht auf demselben Nenner. Es war mir zu viel und zu willkürlich. Und sie haben jetzt aber eher so ein bisschen den Fokus auf trendigere Produkte gesetzt. Und ich habe den Shape Stick gefunden. Den gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich für die Farbe Maple entschieden. Erstmal, die Verpackung ist ja unglaublich schön. Das ist eine sehr geometrische Form. Und du hast einen Stick, den du sehr gut rausdrehen kannst. Dreh den bloß nicht zu weit raus. Und damit, ich drehe mal kurz das Licht weg, dass ihr das seht. Das ist sehr, sehr kühl. Man muss so ein bisschen drauf achten, je nachdem wie die Hauttextur ist. Also klar, wenn du keine Hauttextur hast, kannst du machen, was du willst. Aber sobald du ein bisschen Textur in der Haut hast, muss man ein bisschen aufpassen, dass man eher cremigere Produkte benutzt. Und das ist grau. Das ist kühl. Das ist Kontur, ihr süßen Mäuse. Schaut euch das mal an. Super cremig, schon fast. Also das ist so an der Grenze zu, ich bin gerade so noch fest, sonst wäre ich eine Creme. Hallo, Vorsicht, nicht erschrecken. Ich wollte euch einmal kurz die Hauttextur zeigen. Keine Filter. Ich habe keine Filter hier auf meinen Videos. Das solltet ihr mittlerweile ja mitbekommen haben. Super cremig, ließ sich dadurch natürlich auch sehr, sehr gut einblenden. Und jetzt sind wir wieder hier. Ne? Du hast so eine einheitliche Konsistenz auf deiner Haut. Deswegen arbeite ich im Moment, oder was heißt im Moment, mittlerweile, auch einfach lieber mit Cremeprodukten, weil ich damit so viel schönere und weichere Effekte erzielen kann und nehme dann am Ende einfach nur so wenig Puder, wie es mir irgendwie möglich ist. Ich würde mir so wünschen, aber wisst ihr, worauf ich Lust hätte? Auf so eine Masterclass, ne? Auf so ein Live-YouTube-Video mit euch irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen kann. Contour ist drauf. Was jetzt fehlt, ist Concealer. Das mache ich einmal ganz flott. Lass den kurz antrocknen und dann habe ich die günstige Alternative vielleicht schlechthin gefunden. Wir haben nämlich Puder. Einmal ein wirklich krasses pinkes Puder, was farblich ja sehr nah dran. Es gibt aber noch ein anderes pinkes Puder. Ich glaube, das war noch pinker. Ich habe hier einmal die Collection von Katie Daly. Ist eine britische Influencerin wahrscheinlich, in der Farbe Strawberry. Und ich habe es mir sicherheitshalber nochmal in der Farbe Vanilla mitgenommen. Was ich meistens mache, ist, um die Verfärbungen unterm Auge zu kaschieren, ist, ich gehe erst mit einer dünnen Schicht von dem pinken Puder unter die Augen und fixiere damit nur die Oberfläche des Concealers. Und wenn ich dann baken wollen würde, würde ich das dann mit dem helleren machen. Packaging sehr, sehr schön. Unparfümiert, sehr gut. Und es ist pink. So, und jetzt nehme ich ein Microfiber Multitool Mini. Gehe erstmal hier rein. Das ist wirklich pink. Und arbeite mir das in die Hand ein. Ich möchte nämlich nicht zu viel haben. Und gehe nur ganz leicht hier rüber. Das ist pigmentiert. Das ist sehr pigmentiert. Krass. Das ist so pink unter den Augen. Das ist schon krass. Also das geht ja schon fast in Richtung Blush unter den Augen. Deswegen würde ich es fast sogar ein bisschen mit dem anderen Puder mischen. Die Textur ist aber ganz spannend. Es ist sehr, sehr... Also es ist fein gemahlen, aber es ist so pigmentiert. Das ist so britisch. Schaut euch das an. Ich habe hier alles in der Hand. 2016 hat angerufen, sie wollen ihre Baking-Technik wieder haben. Das ist ja mal sowas von pigmentiert. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das ist es halt, ne? Manchmal bin ich so ein bisschen kennt ihr? Ich bin manchmal so ein bisschen voreingenommen von Beauty-Produkten und habe so ein bisschen Angst. Naja, okay, das wird jetzt ein gutes Puder sein, aber das war ja sehr, sehr pigmentiert. Gibt es in verschiedenen Farben und ich habe es jetzt hier auf der Stirn einfach mal nur so leicht aufgetragen, sodass du nicht so dieses trockene Gefühl hast. Ich bake ja auch selten mittlerweile. Ich fixiere meistens nur eine Schicht. Aber hier selbst auf der Stirn sieht das super frisch aus. Nicht zu trocken. Es ist eine sehr... Ihr seht es nicht, ne? Also es ist kein Schimmer mit drin. Aber ihr könnt erkennen, dass das vielleicht so ein bisschen reflektiert ist. Als Bronzer nehme ich jetzt hier einmal von der Natasha Denona Hyper Natural Face Palette. Gehe ich hier einfach so ein bisschen rein. Ist auch sehr pigmentiert.
Das ist ein bisschen krasser als das von Huda. Huda ist noch ein bisschen feiner gemahlen, aber wenn du wirklich diesen auffällenden Effekt haben möchtest, dann ist es, würde ich fast sagen, das von Be Perfect. Huda Beauty hat halt nur das pinke Puder so ein bisschen gängig gemacht und hat das, die Easy-Bake-Formulierung von ihr ist halt top, ne? Da kannst du nichts sagen. Aber das macht halt nicht diesen hellen Effekt, weswegen sie ja diese gepressten Puder rausgebracht hat, damit du es richtig hell machen kannst. Das könntest du dir sparen mit diesem Be Perfect Puder. Jetzt wird spektakulär und ich bin auch ehrlich gesagt nur ein bisschen überfordert, weil ich noch nie eine Lidschattenpalette oder eine Multipalette von Danessa Myricks hatte. Ich habe sie mir deutlich kleiner vorgestellt. Die ist ja gigantisch groß. Das ist die neue Groundwork Romance Palette. Es gab die ja mal in den neutralen Farben. Das ist ein Luxusprodukt, ne? Ist ganz klar. Das ist ein Luxusprodukt, das merkst du nicht nur an der Verpackung, sondern das... die riecht ganz, ganz toll. Ganz leicht. So ein bisschen erinnert mich die an die Fallback Into Nature Kollektion von Essence. Du hast halt hier verschiedene Produkte. Du hast verschiedene... Also 1, 2, 4, 6, 8, 10, eigentlich 20 verschiedene Farben. Ich glaube, die Kamera nimmt es gerade ganz gut auf. Das ist immer eine Farbe und dann ist sie nochmal in einem anderen Ton. Du kannst sie entweder als Blush, als Bronzer, in dem Fall jetzt ist jetzt nicht die Bronzer-Palette, dafür war es die andere, für die Augenbrauen, für unter die Augen. Das ist mal so heute, deswegen, ich habe mich so gefreut. Ich nehme jetzt erstmal hier Crush. Das ist so ein pinkes Puder und Highlighte hier. Ich probiere, also ne, mein Job ist es mittlerweile, euch einfach zu zeigen, was gibt es und was kann man vielleicht irgendwie als Alternative nehmen. Wenn ihr euch für diese super trendige Huda-Beauty-Geschichte interessiert, wo man erst mit dem Cherry Blossom Puder baked und dann mit diesem Pressed Powder nochmal fixiert. Kannst du machen, dann hast du aber nur zwei Produkte. Wenn du jetzt das Be Perfect Puder hier hast beispielsweise, zum Baken hast du schon mal ein sehr pigmentiertes pinkes Puder und mit der hast du dann dasselbe in grün, nur noch mit mehr Farben für unter die Augen. Das ist natürlich so ein richtig aufhellender Effekt. Muss man mögen, ich mag das sehr, sehr gerne, aber das ist ja eher so eine Palette, um verschiedene Sachen mitzumachen. Ich gehe jetzt mal hier in die Farbe Dreamy. Ich gehe jetzt mal grob hier mit rein. Das sind alles matte Farben. Und habe natürlich jetzt auch gleich noch einen Blush. Was für eine schöne Farbe. Ich bin so doof. Ich bin ja richtig doof. Das ist so eine Partytextur. Das ist eine cremige, also so eine cremige Textur? Das ist ja spektakulär. Das habe ich nicht mitbekommen, aber ich konnte sie als Puder benutzen. Die sind alle so. Also ihr habt einmal ein Puder und einmal ein Cremeprodukt dazu. Und du kannst sie dann natürlich gut miteinander kombinieren. Passt auf, jetzt probieren wir das mal auf dem Auge. Ihr seid jetzt eh schon so schön da dran. Ich nehme mir einen festgebundenen Pinsel und gehe in die Farbe Allure. Das ist eine Cream-to-Powder-Formulierung. Also du kannst es jetzt als Puder benutzen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Als Creme benutzen oder als Puder benutzen. Und sobald du auf die Haut gehst, ja, bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Das tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Schaut euch das mal an. Einfach rauf und das ist ausgeblendet. Ja, ein bisschen perplex jetzt. Ich blende hier nochmal ein bisschen aus und du kannst die sogar ausblenden. Die erinnert mich so ein bisschen an diese Creamy Obsessions Palette von Huda. Und jetzt gehe ich mit der Puder-Version hier einfach nochmal rüber und kann die Farbe intensivieren. Oh, faule Maus approved. Faule Maus approved. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Evermore, in diesen dunklen Ton hier unten und setze mir den direkt hier an den Wimpernkranz für ein bisschen mehr Dimension. Ich bin ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin rangegangen und dachte, oh okay, so hast du eine Puder-Lidschattenpalette mit verschiedenen Untertönen. Aber das macht das Ganze ja nochmal anders. Also das ist ja hier jetzt noch multifunktionsfähiger. Ihr habt es gesehen, ich bin da ja einfach auf meine fixierte Base gegangen, weil das so eine Cream-to-Powder-Formulierung ist. Spektakulär. 10 von 10. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ich habe halt die andere nie getestet, ne? Das ist so eine perfekte Palette für so einen zarten Look. Du kannst natürlich auch deutlich intensiver gehen, aber durch diese matten Farben bist du natürlich ein bisschen flexibler, die einzusetzen als Blushes, als Lidschatten für so einen... Du merkst... ich lehne mich jetzt auch wieder sehr weit aus dem Fenster... Aber das ist, bei vielen Produkten merkt man den Unterschied von Drogerie zu High-End absolut nicht. Ne? Das ist Quatsch. Aber ihr habt halt beim High-End-Make-up immer noch mal ein bisschen, erstmal die ersten 3 Jahre meistens, noch mal andere Texturen. Ich liebe das. Das ist so ein richtig erwachsener Frühlingslook. Den machen wir jetzt natürlich direkt wieder nicht mehr so langweilig. Denn ich habe noch was gefunden. Und zwar hat
Leafy Cosmetics, von den Mäusen habe ich auch schon lange nichts mehr getestet, diese Liquid Eyeshadows oder diese Chrome Flakes rausgebracht. Die sind ähnlich wie die von Danessa Myricks. Das erinnert mich sehr stark an meine aus der Riva Loves Me Kollektion. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe ich zu diesem Look benutze. Wahrscheinlich bleibe ich hier bei dieser hier. Das sind sehr grobe Flocken, sowieso Schmelzflocken. Ich nehme jetzt erstmal das, was hier auf dem Deckel ist, auf so einer wässrigen Textur. Die sind, komm mal ran, komm mal ran. Du kannst hier einfach so ein bisschen rauf tupfen. Manchmal vermisse ich den 2019 Maxim. Das ist ja so ein Wet-Effekt. Du kannst den, also ich würde sowas immer auf den Augen benutzen. Oder das sieht aus wie so ein Eyegloss. Spektakulär. Ich zeige euch mal noch eine andere Farbe. Gamma. So ein bisschen grünlich-gold. Ja, das ist ein Hingucker. Also das ist ein Effektprodukt. Kann man vielleicht auch so ein bisschen ineinander mischen. Für so ein paar diversere Effekte auf den Augen. Okay, nice. Ne? Aber Leafy Cosmetics muss ich sagen, ich habe schon lange nichts mehr von denen getestet. Aber die können es halt. Schaut euch das mal bitte an. Das sieht aus, als hätte ich so ein Augengloss auf den Augen. Aber es fixiert sich. Also es ist ja trocken in Anführungszeichen. Es ist ja fixiert. Love it. Love it. Also ich glaube, ihr habt meine Reise mitbekommen. Das war spektakulär. Das hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe so ein schönes Ergebnis in meinem Gesicht gehabt. Schreibt mir mal lieben gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Weil ich glaube, dass manchmal kann man auch das ein oder andere Highlight-Produkt benutzen. Wenn ihr mich fragen würdet, Maxim, welches ist es, glaube ich, schon die Groundwork-Palette. Ne? Die ist ja wirklich, oh, da muss ich mich noch mal ein bisschen rantasten, weil ich glaube, die andere wäre für mich persönlich noch vollwertiger zu benutzen. Aber wenn ihr die schon habt oder einfach auch dieses Farbschema für euch ist, ist das eine wirklich, wirklich tolle Sache. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich schreibe euch alles, was ihr wissen müsst, jetzt in die Kommentare. Schaut da einmal gerne vorbei. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Ich küsse euch. Bis zum nächsten Mal.